Ich verstehe das total. Es gibt Themen, über die muss einfach einmal gesprochen werden. Dann ist gut, dann ist sie doch abgehakt, ne? So, ja. Das ist halt so. Verstehe ich total. Aber für mich ist es halt einfach so, ich meine, wir sind jetzt ja nun auch schon berühmt. Da hat sich ja jetzt in der letzten Zeit viel getan um uns. Und irgendwie ist ja, wir haben ja, jetzt ja auch mittlerweile... Krass. Das war geil. Auf deinem Geburtstag, wie im Restaurant. Ich gehe auf Klo, schon leicht angetütert, weil der Typ immer wieder irgendwie nach dem anderen steht hat. Und hier auf Klo und knall voll die Tür auf, die Tür nach innen und hinter der Tür steht ein Blinder und ich hau dem richtig krass die Tür vor den Kopf. Echt? Ja, Blinden. Also, echt? Ey, und da Icke, ich und jetzt kommt erinnern. Der Knüller und ich Idiot. Und hier auf Klo und knall voll die Tür auf, die Tür nach innen und hinter der Tür steht ein Blinder und ich hau dem richtig krass die Tür vor den Kopf. Echt? Ja, Blinden. Also, echt? Ey, und da Icke, ich und jetzt kommt erinnern. Der Knüller und ich Idiot. Ich Idiot, was sag ich natürlich? Oh, ich hab dich ja nicht gesehen. Und er kickt so ins Leere in meine Richtung und sagt so ganz trocken, ich dich auch nicht. Ey, aber da sind wir wieder bei dem Thema, die Frau. Du bist ja cool zu Blinde, ich geh getroffen habe. Genau. Hast du das echt zu ihm gesagt? Ja, natürlich. Siehst du, und die sollte sich mal mit der Rollstuhlfahrerin treffen aus der Straße. Das war ein Mann, oder was? Wie soll ich denn auf Klo einer Frau die Tür in den Kopf hauen? Hä? Nein, ich hab dann meinte. Achso, du meintest die. Na, ja, ja, auf jeden Fall. Ey, falls du das hier siehst. Entschuldigung, das ist einfach mein Humor. Also, falls du nicht hörst, bist so eine coole Sau gewesen, wirklich, der Spruch. Ganz ich ehrlich? Hab dich auch nicht gesehen. Einfach, du hast mir einfach meinen Arm gerettet. Was du hier so an Tag legst für Humor, ist so ein ProSieben-Humor. Aber natürlich ist es so, dass wenn du zu mir sagst, dass für dich die Folge ja nicht so schlimm ist und dass du dich ja viel asozialer benommen hast als Icke. Das würde ich schon meinen. Ja, das beruhigt mich halt einfach. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es dann halt auch wichtig, dann dazu zu stehen und dann zu sagen so, ey, ich glaube, jeder Mann kennt es, wenn er mit Freunden unterwegs ist und dann vor allen Dingen auf so einem Event wie dem Junggesellenabschied, wo generell der Testospiegel hier oben ist irgendwo, aus dem Dach raus und die Laune hoch und die Euphorie, dass man dann halt auch mal ein bisschen am Teller dreht. Also ich glaube, jeder Mann kennt es auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es auch die meisten Frauen kennen. Die Situation mit den Mädels alleine völlig am Abdrehen und auf einmal am Pass zu reden sein. Meinst du die? Und, ja? Meinst du, die halten sich dann über Menstruation? Du, die unterhalten sich über alles. Und glaube mir, die Frauen sind viel schlimmer als wir Männer. Die sind viel schlimmer. Meinst du? Die reden doch über Schwänze, ja. Echt? Das ist immer alle. Frauen sind im Gegensatz zu uns Männern quasi die erste Hälfte ihres Lebens, bis die Brüste so groß sind, dass man bei seiner BH-Größe bleibt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Frauen damit beschäftigt, zu erlernen, ihr wahres Ich zu verdecken. Frauen müssen einfach lernen, komplett einen Schleier um sich zu legen, der nach außen hin quasi darstellen soll, dass sie nach Rosen duften, Schmetterlinge kacken und nach zarter Erdbeerbutter schmecken. Ihr versucht da was aufrechtzuerhalten. Aber wenn sie dann unter sich sind, du, bist du schon mal besoffen im Club aus Versehen aufs Frauenklo gegangen? Bist du schon mal passiert? Und was? Ich hab sofort gemerkt, dass das nicht das Männerklo ist. Oh. Weil das da viel, viel, viel schlimmer aussieht als bei uns Jungs. Aber geht doch mal auf so ein Frauenklo. Das ist echt widerlich. Das ist auch nicht schön. Ich sag dir, da scheint die Sonne überhaupt nicht. Warum ist das so, ne? Ja, das ist halt echt, weil Frauen diese Etikette, ja, das ist halt einfach so. Das ist anerzogen. Die Frau hat anscheinend das Gefühl, sie muss irgendwie so ein bisschen die Etikette oder den Schein wahren. Und das ist ja natürlich auch verständlich, ne? Also das ist ja auch irgendwo so, dass die meisten Menschen das ja auch nicht sehen wollen. So wie bei uns Männern. Wir Männer werden ja ständig Alter, ist gerade ein Lamborghini, muss man kurz mal Pause machen. Was ist da denn los? Ist gerade ein Lamborghini, muss man mal eine Pause machen. Komm, ruf. Ein Foto gemacht, als Beweis. Beweis, Lamborghini-Bild. Du musst mich nicht reinlassen. Ist in Ordnung. Lass es einfach. Wir sind ja in Berlin. Ne? Und dann Eulenkissen hinten drauf. Dann halt, scheiß Alter. Eulenkissen, meine Fresse. Richtig, Booster. Richtig geil. So, und genau jetzt. Pass auf. Das war ein Beispiel, war ein Aktionsbeispiel. Quasi der Beweis dafür. Und jetzt haben alle komisch geguckt. Weißt du warum? Weil wir uns so benommen haben, wie es uns nach innen, nach außen gestrahlt hat. Also du weißt, der Satz hat gerade keinen Sinn gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns gerade einfach unserer Natur nach benommen. Ja. So. Und in dem Falle
ist es einfach so, dass wenn du dich so benimmst, dann wirst du komisch angeguckt. Guck dir doch mal das Kissen an. Was ist denn mit ihr kaputt, Alter? Was ist denn KM für ein Nummernschild? Na los, guck auf jeden Fall ein bisschen kritisch in den Rückspiegel. Ich glaube, dass sie das Lachen für sich aufgenommen hat. Sie kratzt sich auch so ein bisschen schämisch an der Stirn. Ja, nee, das ist ein Schämkratzen gewesen. Genau, hab ich doch gesagt. Wisst ihr, wenn ich jetzt irgendwas Schlimmes mache, dann mach ich so. Genau so. So Schämkratzen, weil die genau weiß, was sie falsch gemacht hat. Wisst ihr, was sie gerade versucht? Sie versucht, die Etikette zu bewahren. Sie versucht, in ihrer weiblichen Rolle als edlet, hübsches Geschöpf zu bleiben. Und das, was wir gerade vorher gemacht haben, als wir gebrüllt haben wie zwei Gorillas, ist genau das, wofür du blöd angeguckt wirst. Und deshalb machen die Frauen das, dass sie sich einfach benehmen. Deswegen haben Frauen mehr Klasse, mehr Stil, mehr Eleganz, mehr, wie sagt man? Nochmal ein französisches Wort. So pro trevant. Ja? Ja, genau. Genau, die haben mehr Chilchonvent. Ey, wisst ihr, gibt doch so das ist meine Theorie dazu. Und Entschuldigung, ich schließe ganz kurz ab, und um den Kreis wieder zu schließen. Und deshalb können wir auch mal eine Viertelstunde über Scheiße sprechen. Okay. Weil wir nicht in der Lage sind, Mann. Die Etikette zu bewahren. Und wenn du hier das schaffst, eine Viertelstunde lang mal nicht über Kacken zu reden und sowas, dann wirst du aussteigen und dir trotzdem kurz den Sack mal so lang ziehen, weil er sich in der Unterhose verfangen hat. Oder ist das nicht so? Machst du das nicht 5-mal am Tag? Nein. Na, ist klar. Und selbst wenn uns Leute zugucken, die reichsten Geschäftsmänner im Anzug oder der Chef von der Deutschen Bahn oder sonst was, Mann, Alter, wenn die auf dem Klo sitzen, dann schieben die sich alle mal. Ja, Norm, du hast. Nee, Norm, ich gebe dir recht, du hast mich umgestimmt, eigentlich hast du vollkommen recht. So, weil das Ding ist, wir sind so, wie das wahre Leben halt nun mal ist. Und auch Geschäftsmänner unterhalten sich mal über eine Kackwurst. Und wir sind Schimpansen. Aber um abschließend mal zu sagen, ich gebe dir recht. Ja. Man muss. Und wenn man es mal wieder aufs Mindeste runterbricht, ist es eigentlich richtig, dass wir halt einfach den Menschen zeigen, so sind Männer. Und so sind. Menschen und so sind natürlich. So ist die Welt. Wir sind die Gattung oder die Rasse Mensch, nee, jetzt wird's komisch, ne? Wo die Leute am meisten mit dem Kopf schütteln über Männer. Männer sind halt, wir sind irgendwo, weißt du, richtige Primaten. Wir sind irgendwelche Leute, die in irgendwelche Länder einreiten und die übernehmen. Wir machen irgendwelche bekloppten Sachen. Guck dir mal diese Best of Fails Videos im Internet hier an. Nur Männer. Fail Compilation. Da sind auch Frauen dabei. Aber Männer passieren immer Unfälle, weil die auf irgendeine blöde Idee kommen. So, ey, lass mal aus dem 5. Stock in den 1 Meter großen Swimmingpool hüpfen. Diese Fail-Videos, wenn da Frauen drin sind, dann ist es immer irgendwie ein Malheur. Eine Frau rutscht aus, fällt lustig hin und jemand hat sie wild. So, weißt du, die rennt an der Ostsee lang, macht ihn auf Baywatch, stolpert und fliegt halt voll ins Meer. Ist total lustig. Aber Männer machen immer eine Scheiße und nehmen das auf. Und stellen das ins Internet. Verstehe ich überhaupt nicht. Nee, das ist total schleierhaft. So, Freunde, dann würde ich sagen, Ich hab mich umstimmen lassen. Aber genau. Das ist auch in Ordnung. Das gehört bei festen Freunden auch mal dazu. nee, Norm hat recht. Wenn ihr irgendwann mal das Gefühl bekommt, dass wir vielleicht etwas seltsame Sachen besprechen, dann nehmt euch einfach eine Sache zu Herzen. Wir zeigen euch, wie die Sonne wirklich ist. Genau. Wir versuchen nicht, der Sonne einen Schleier überzulegen oder die Etikette zu bewahren. Genau. Nein, Männer unterhalten sich über Würste und Frauen teilweise wahrscheinlich auch mal über Tampons. Es ist nun mal so. Natürlich. Und das ist auch nicht schlimm. Und das deshalb, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr damit irgendwie ein Problem habt, dann schreibt uns das natürlich. Und ja. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich da vielleicht ein bisschen falsch liege und vielleicht doch das, was Pete am Anfang meinte, vielleicht doch der bessere Weg wäre. Ich würde sagen, Klappe zu, Affe tot, oder was? Ich muss mich entschuldigen, ich war vorhin noch ein bisschen aufgeregt, deswegen habe ich diese Dänze an- und abmoderieren und so. Nee, weißt du, man muss auch mal was ansprechen. Boah, ist das ein geiles Wetter, oder was? Ey. Guck mal, ich hab im Auto sitzen und diese Scheiße machen. Ja, ich hab eine rote Nase gekriegt am Wochenende. Und ich hab so einen Sonnenbrand hier oben gekriegt, dass es beim Duschen, beim Haarewaschen gebrannt hat. Gut. Ey, ganz ehrlich, ich hab immer das Gefühl, dass gerade wenn wir so eine Sendungen bei Sonne drehen und in so einer Atmosphäre wie jetzt, ich hab das Gefühl, dass es dann erst richtig gut wird. Und dann auch Übernahme kurz bevorsteht. Ja, weil ich meine, guck mal, das ist ja eigentlich das, was uns ausmacht. Sonne. Und was uns anmacht gleichzeitig. Ja.
und so ein Paradoxon zu erschaffen, ist einfach toll. Das ist, wie heißt der schöne Spruch? Glück ist das Einzige, was sich vervielfacht, wenn man es teilt. Die Dornen sind die Stufen zur Rose. Genau. Und damit kannst du das jetzt vielleicht mal aufmachen.